Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Rikachu. Ich habe jetzt ja schon einige Videos gemacht, aber endlich ist es mal soweit, dass ich mich hier auf dem YouTube-Kanal ein bisschen um mein Gaming-Setup kümmere. Wie ihr seht, es leuchtet alles bunt und vielfältig und daran ist Philips Hue schuld. Und die nächsten Videos oder beziehungsweise einige der Videos werden sich um Philips Hue, der App, die Leuchten, was man damit alles machen kann, all sowas wird sich darum kümmern. Schreibt mir gerne bei Fragen in die Kommentare rein und ich gehe dann darauf ein, entweder mit einem Kommentar oder vielleicht mache ich auch ein Video dazu. Deswegen, es gibt keine dummen Fragen, wenn ihr irgendwo bei Hilfe braucht, sagt mir ruhig Bescheid. Das ist jetzt das erste Video. Später, wenn irgendjemand das hier im Nachhinein mal guckt und es sind schon ein paar Videos draußen, ja, das ist das erste Video. Und wir wollen damit anfangen, diese Philips Hue Tischlampe einzurichten. Es gibt mehrere Methoden, ich packe mal dabei aus. Es gibt mehrere Methoden, womit man Philips Hue Lampen benutzen kann. Diese hier hat eine Bluetooth-Funktion. Und es ist quasi euch überlassen, ob ihr Philips Hue Lampen rein über Bluetooth benutzen wollt. Je nachdem, ob die eure Lampe das kann oder nicht. Meistens ist hier auf dem Karton sogar immer ein Zeichen dafür. Das ist der größte Hinweis. Ansonsten müsst ihr mal bei den Daten lesen. Falls sie das nicht kann, ist die andere Option mit dem WLAN zu verbinden. Das ist aber von Lampe zu Lampe unterschiedlich. Das hier ist jetzt die Nachttischlampe. Hier daneben haben wir einmal zum Vergleich die Nachttischlampe Go mit integrierten Akku. Die hier fällt ein bisschen größer aus. Ja, im Paket enthalten ist einmal die Lampe an sich natürlich mit einem integrierten Kabel. Das Kabel könnt ihr hier in den Stecker reinpacken und je nach Steckdose habt ihr hier zwei Aufsätze und ab in die Steckdose damit. Und ich würde sagen, wir schließen die jetzt erstmal an, ohne zu installieren oder dergleichen, weil so funktioniert die auch. Hui, das ist ganz schön hell. Das ist ja ein richtiger Fluter. Aber schön, um große Räume zu beleuchten oder große Ecken. Wahnsinn. Sieht cool aus. Sehr edel. Und der Strahler ist natürlich vielfältig einsetzbar, was die Leuchtstärken angeht und natürlich auch die Farbauswahl angeht. Aber zunächst einmal müssen wir diese Tischlampe in unser Philips Hue Paket reinbekommen. Und mit dem Paket meine ich in unsere Philips Hue App. Es gibt ja viele Möglichkeiten, dieses Gerät zu steuern, sei es jetzt mit der Alexa oder mit den diversen Apps. Wir wollen jetzt erstmal die Lampe in unsere Philips Hue Datenbank haben. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das gleich mal auf dem Handy an. Dann kann ich es euch erklären. Als erstes öffnen wir mal die Philips Hue App. Hier habe ich jetzt auch schon meinen Studiobereich eingerichtet. Hier könnten zum Beispiel bei euch Wohnzimmer, Küche und dergleichen sein. Das ist der Bereich, wo ich eben gerade drauf war. Und hier möchte ich jetzt ganz gerne die neue Tischlampe drauf haben. Das heißt, wir gehen einfach mal ins Anfangsmenü und gehen unten rechts auf Einstellungen rauf. Wenn zwischendurch Fragen da sind oder etwas nicht ganz so klar verständlich ist, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich gehe darauf ein und helfe euch dann in den Kommentaren oder mit einem extra Video. Jetzt gehe ich auf Lampeneinstellungen und möchte dann die neue Leuchte hinzufügen. Steht oben links. Jetzt wird mir gesagt, dass die gewisse Lampe eingeschaltet werden muss. Die Lampe ist eingeschaltet und ich suche sie mal. Das kann einen Moment dauern. Und da haben wir auch schon die Tischlampe gefunden. Wenn ich jetzt darauf drücke, dann flackert das Licht einmal. Und da die Lampe jetzt gefunden wurde, war es das jetzt auch schon mit dem Punkt. So, jetzt gehe ich in
das Hausmenü, sag ich mal, wo mein Studiobereich schon ist. Und weil wir die Lampe jetzt hinzugefügt haben, das könntet ihr im Übrigen hier auch machen, sehe ich gerade, über die drei Punkte. Aber gut, jetzt hatten wir das so eingestellt, dass noch kein Bereich zur Verfügung stand. Und so geht ihr das von ganz von vorne an. Später könnt ihr dann hier unter den drei Punkten, wenn ihr euch schon was eingerichtet habt, unter Leuchte hinzufügen, auch eine Lampe einfügen. Wir wollen jetzt aber eine Leuchte verschieben. Und zwar soll die Hue Iris mit in dem Studiobereich sein. Wir bestätigen das oben rechts mit den Haken. Und die Lampe ist da. Wenn ich jetzt hier rauf gehe, dann habe ich viele verschiedene Möglichkeiten, ob ich das jetzt hell oder dunkel haben möchte oder in vielen verschiedenen Farben. Und im Prinzip war es das dann auch schon. So habt ihr eure neue Lampe hinzugefügt. Ich werde noch viele, viele Videos machen mit einzelnen kleinen Schritten. Also bleibt gerne dabei, unterstützt mich mit den Videos. Wenn euch das gefällt, schreibt gerne einen Kommentar, liked das Video und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Also, bis dann. Tschüss.